Hallihallo, hallöle Leute, da sind wir wieder, das Anton und der Döskopp, und wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu Paddleworld Season 2, also unser zweiter Anlauf hier. Wir haben es ja damals gespielt, als es frisch rauskam. Ich weiß gar nicht, wann war das? Das ist ein paar Monate her. Ich glaube, so knapp ein halbes Jahr, oder? So ungefähr zum Anfang des Jahres, vielleicht so im Februar oder so, haben wir es gespielt. Und jetzt im Juni oder fast schon Ende Juni, knapp 6 Monate später, gab es ja ein großes Update mit neuen Pals, einer neuen Insel, allgemein ein bisschen mehr Content, viele kleine Quality of Life Updates über den Zeitraum verteilt. Und jetzt sind wir endlich mal wieder dabei und zocken es wieder. Ja, so schaut's aus. Wo waren wir stehen geblieben das letzte Mal? Kann ich das? Ach, was braucht man denn dafür? Was ist denn das? Antikes Bauteil. Ach nee, davon habe ich noch nicht so viele. Wir waren, glaube ich, dabei stehen geblieben. Ich brauche einen Kochtopf. Und für den Kochtopf brauche ich... Aha, das Level Up hatte gefehlt. Nice. Pengulett Panzerfaust. Ist ja lustig, was für Attacken man teilweise mit dem machen kann. Du kannst den Feuerfuchs, kannst du, glaube ich, als so eine Art Flammenwerfer benutzen. Ganz lustig eigentlich. Bum, 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 bum. Es wird dunkel. Geh mal erkunden, oder? Ich glaube, wir hatten gesagt, wir gehen bei Dunkelheit immer ein bisschen erkunden. Und bei Tageslicht. Sitzen wir in der Base rum, craften was, bauen was, schauen, wie es vorangeht. Oh, wir haben einen Nox ausgebrütet. Nice. Was kann denn ein Nox machen? Weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Alpedia. Nox, Nox, Nox. Fixie brauchen wir. Fixie wäre ganz praktisch, ne? Dass er ein bisschen Kohle, Munition und Bälle herstellt. Aber so dringend wäre es auch nicht. Standardbälle haben wir eigentlich genug. Nox, hier, was kann der? Nix farmen, nur sammeln. Okay. Langweilig. Stelle kleiner Futterbeutel her. Ja, wir wollten den. Wir wollten den Pinguin-Boss ja noch mal probieren, ne, bei Nacht. Da haben wir eine leicht höhere Chance, wenn die ein bisschen pennen. Wo macht man denn den Futterbeutel? Wo macht man... Ah, da ist er. Ja, machen wir das. Wir gehen mal einmal zum Pinguin und dann drehen wir eine kleine Runde. Keine Ahnung, ob wir den Pinguin schaffen, aber ich würde... Hallo Midori! Ich würde die Granaten mal mitnehmen zum Probieren. Vielleicht bringt uns das was. Granaten, Armbrust. Schauen wir mal. Wolltest du eigentlich mitspielen? Wenn ja, dann schreib mich einfach mal kurz an. Die IP hatte ich ja im Discord schon gepostet. Das Passwort würde ich dann per DM weitergeben. Ich möchte nicht, dass hier jeder einfach so reinspringt, ne? Oh, ein Tombat. Oh, das möchte ich eigentlich fangen. Hast du leider nicht alles klar. Aber ich kann es nur weiterempfehlen, wenn du es vielleicht mal im Angebot siehst oder so. Macht schon Gaudi.
Bin ich gespannt, was die Granaten machen. Ah, es war viel zu weit geworfen. Mist. Ich glaube, wir haben eine Chance. Läuft gerade echt gut. Läuft gerade echt gut. Ja, wir haben ihn. Leute, wir haben ihn. Unseren ersten Panking-Boss. Perfekt. Nice. Hallo Xela. Ach, ich komme gleich mal in den Voice-Chat, ne? Wenn du Lust hast, kannst du auch reinkommen. So. Ja, schön. Panking Boss kann helfen. Mit einem Anbau, mit einem Abbau, also mit einem Anbau von Beeren, mit dem Abbau vom Erz. Er transportiert, glaube ich, auch relativ gut. Allgemein sehr, sehr... Und hallo. Ach, hallo. Allgemein sehr, sehr cooler Pell für den Anfang. Nicht wahr? Ich mach Power Word offen. Das erste, was ich sehe, ist, dass der Server 108 MS hat. Ist das schlecht? Hat sich direkt wieder gesenkt, also alles gut. Okay. Wo sieht man denn die MS? Ich weiß nicht, wenn du Escape drückst, ist das RTT? Ah ja. Es ist der Ping, ne? Oh, paar 20 bei mir. Unter 20 sogar. 48 bis 50. Boah, das ist immer noch spielbar. Ja gut, weil ich ja auch näher an der Quelle bin, weißt du? Ich gehe zwar nicht über LAN rein, ich gehe auch übers Internet rein. Aber, was soll ich sagen? Also ich gehe ja über den gleichen Knotenpunkt rein. Der Laptop ist ja bei mir, ne? Und je nachdem, wie weit du entfernt bist, hast du da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Ping. Musst du einfach nach Sachsen ziehen? Ja, ich glaube nicht. Extra für Palworld. Oh, der ist gestorben. Versorgungskapselabwurf. Die geht dann wohl an dich, würde ich sagen. Die letzte habe ich mir geschnappt. Jo, ich gehe hin. Da oben. Man sieht sie ja sogar auf dem Radar angezeigt. Bin mal gespannt, ob sie auch auf der Kleinkarte angezeigt wird. Also oben der Nordwest. Auf dem Radar, ne? Oder was meinst du, was für eine kleine Karte? Ich glaube nicht, dass er angezeigt wird. Doch, guck doch mal einfach auf mein Bild. Oh. 50 Meter in die Richtung. Und irgendwas kämpft da gerade sogar gegen die Wilderer. Ich kann mir ja nicht meinen Hirsch wieder holen. Der war besiegt. Oh, oh! Hab ich jetzt nicht kommen sehen. Oh! Alter, wie der reinhaut. Okay. Ja, von den Level 20er Aufwärtsgegnern sollte ich vielleicht noch ein bisschen fernbleiben. Nicht so cool.
jetzt werden wir angezeigt, 200 Meter. So, den kleinen Pinguin können wir rausschmeißen. Dafür kommt jetzt der Big Daddy Pinguin rein. Oh yeah! Schade nur, dass er halt Bossgröße hat, aber das, ja, das geht bei denen noch. Das geht bei denen gerade noch so. Aber die von dem Sicherheitsgebiet oder wie auch immer das Ding heißt, Naturschutzgebiet, sind natürlich besser geeignet. Waffenbergbank. Kann ich das überhaupt schon? Megagleiter. Steinbauset. Langsam wird es Zeit für die zweite Base. Ist dann auch. Jetzt kann ich ein ordentliches Fundament legen. Ich habe bloß noch keine gute Location gefunden, wo ich mich hinpflanzen möchte. Noch nicht. Das ist ein Rohöl. Ölförderpumpe. Ja, Rohöl habe ich auch aus so einem Ding rausgeholt, aber keine Ahnung, was man damit macht. Irgendwelche Sachen dann Late Game betreiben wahrscheinlich. Zwei Wundertränke, die meine Maximallast permanent leicht steuern. Nice. Frage ist, wie viel ist leicht? Bei HP waren es 100 HP. Und ein Drachenei, ein Riesendrachenei. Ein Riesendrachenei? Kann das so einiges sein. Wenn es da theoretisch sowas wie hier die Sachen, wie heißt denn der? Diese Seeschlange, aber die Ignis-Variante. Der mit der Feuerstufe 4 hat. Mhm. Oh. Bei den Palfreunden ist ein Valvium drin. Was für ein Ding? Der Feuerdrachevogel. Wo weißt du das? Was das denn ist? Ja, ich meine im Palfreunde-Lager. Eingesperrt. Ach so. Level 21er waren Würmer, habe ich daraus jetzt. Ach, hier ist ja das muss ich Händler. Noch wegkommen. Ein Händler. Ich habe aber keine Kohle, komischerweise. Ach so, ja klar, war mein Rucksack mit der Kohle gerade. Also waren wir schon mal geil. Gefällt mir mehr als Nightwing. Ein Liftmunk. Oh, beim nächsten Level kann ich sogar schon Sattel dafür machen. Hört ihr den Xela gut und laut oder ist es nur bei mir so wieder ein bisschen leiser? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich höre dich ein bisschen schwer. Er ist klar zu verstehen. Na gut, dann ist das mein Problem. Klar zu verstehen, auch laut genug? Ja, scheint so laut und klar. Sehr schön. Naja, finde ich jetzt nicht so toll, aber kann man mit leben. Dixie. Das klang jetzt irgendwie falsch. Ja, aber das ist das richtige Viech. Das gibt die Palsphären und so. Oh, ich habe keine Sphären dabei, weil ich erstmal meinen Rucksack holen muss. Wehe, die sind dann weg, wenn ich wieder herkomme. So, mit 50% Bruttempo brauchen ein Riesenei 2 Stunden. Ich hab's halt runtergestellt auf das, was wir es auch damals hatten. Total krank, Standardeinstellung ist 72 Stunden für das Riesenei.
Ja, genau, so war das. Ne? Ich Ich habe war es am auf 3. Überlegen, wie viel das war. Ich habe es auf 3 runtergestellt, von 72 auf 3. Ach, weißt du, was mir auch gerade auffällt? Ich glaube, die Kamera muss ich ein bisschen verschieben. Kann das sein? Ich blockiere ja die ganze Zeit hier mein Waffenarsenal und so. Ihr wollt ja vielleicht sehen, was ich da habe und was ich da benutze. Würde ich sie vielleicht noch ein bisschen kleiner machen, dass sie besser dazwischen passt. Was doch, oder? Du willst ja nur möglichst wenig von mir sehen. Da habe ich andere Mittel für. Wo ist denn jetzt mein Rucksack? Hier. Krass, ne? Wirklich im Tutorial steht, man soll das Naturschutzgebiet besuchen. Eigentlich sollst du doch da gar nicht hin. Scheinbar funktioniert die Base auch perfekt nachts jetzt. Ich habe 4300 Steine. Ich habe irgendwas eingestellt. Ich weiß nicht mehr, wie die Option heißt. Irgendwas habe ich eingestellt, von dem ich dachte, dass es vielleicht hilft. Also wenn niemand auf dem Server ist, ne, dann geht es ja auch nicht weiter. Da werden die dann wahrscheinlich auch nichts machen. Aber wenn jemand anderes auf dem Server ist, und ich glaube, der BP war vielleicht drauf, der meinte ja, vielleicht schaut er die Nacht mal drauf, Ah, okay. dann sollte es ja weitergehen. Und irgendeine Einstellung, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwas, was den Player angeht, habe ich irgendwas umgestellt. Also nicht, dass du weiter existierst, weil das würde ja bedeuten, dass du dann mit Hunger und 0 HP oder sowas spawnst. Aber irgendwie, dass deine Pals, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Müsste da mal nachgucken. Es gibt da irgendeine Option, die habe ich angemacht. Die stand auf False. Oder sie stand auf True und ich habe sie da auf False gestellt. Aber ich habe irgendwas umgestellt. Guck nach, was es war. Will ich jetzt wissen. Vielleicht hilft Die ja auch haben auf jeden irgendjemand Fall ordentlich anderen, an der der Base später mal. gearbeitet. Ist Was? geil. Die haben auf jeden Fall ordentlich an der Base gearbeitet, das ist geil. Ist mega klasse. Nach. Server-Config. All-World-Setting. Ja. Enable Non-Login Penalty. Das habe ich ausgemacht. Das war auf An. Und ich glaube, das bewirkt, wenn es an ist, dass wenn der Server läuft, also weil jemand anderes drauf ist, dann läuft er ja weiter. Und du bist nicht da, dann bekommen deine Pals, glaube ich, eine Penalty, weil die sich halt nicht darüber freuen, dass du nicht anwesend bist. Das sind dann halt. Ne, die arbeiten dann schlechter oder gar nicht oder irgendwie, weil du nicht da bist. Aber wenn irgendjemand online ist, dann sollten die auch trotz deiner Abwesenheit normal weiter funktionieren. Sollten. Ich glaube, das ist diese Einstellung. Also, wenn irgendjemand Probleme hat mit seinem Server, versucht das mal. Ist enable log non-log-on penalty und da. False, also quasi nicht enable die Penalty. Strafe ausmachen. Na, Open Server hat das leider nicht geklappt. Aber hier scheint das zu klappen, das ist sehr gut. Es gibt dann halt noch eine andere, die dafür sorgt, dass du weiter auf dem Server existierst, auch wenn du ausloggst. Das ist dann halt. Enable Player Exist After Logout oder irgendwie sowas. Es klingt bekloppt irgendwie, aber irgendwie sowas in der Art war das. Die habe ich halt, wie gesagt, ausgelassen.
Weil sonst würdest du quasi permanent auch Nahrung verbrauchen und dann würdest du dich einloggen und stehst du irgendwann da mit einem HP oder bist vielleicht sogar tot oder sowas. Die sorgt dafür, dass du quasi wirklich weiter dort stehen bleibst, auch wenn du gar nicht drinnen bist. Ich weiß nicht, ob du dann vielleicht sogar geradet werden kannst, wenn du in der Base rumstehst. Das wäre ja totaler Schwachsinn, das geradet, während du Ja. ausgeloggt bist. Und ein schillerndes Kativor. Das ist noch gar kein schillerndes, oder? Nö, noch gar nicht. Mach dir Gedanken. Weil du die alle klaust. Du bist hier der Wilderer. Ich, weißt du? Ich habe nichts Böses vor. Ich laufe durch die Gegend, streichle tote Pels, die zufällig einen Bolzen im Kopf hatten. Ich weiß nicht, wo der herkam. Aber ich kann da nichts dafür. Ne? Du bist hier der böse Wilderer, der die seltenen, schon vom Ausstorbenen bedrohten Shiny Pels wegfängt. Ne, Xela? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Alles Lüge und Betrug. Ja, du, ne? Genau. Du machst nur Lug und Betrug. Jetzt muss ich nur rausfinden, in welcher Box meine ganzen Pfeile liegen. Ich habe gerade festgestellt, dass ich einen Pfeil habe. Ja. Die haben sie wahrscheinlich hergestellt und dann irgendwo reingelagert, ne? Ja, und ich bin an alle Boxen dran, habe überall R gedrückt, um alles loszuwerden. Oh, keine Pfeile mehr. Ah. Konnte ich froh sein, dass das Level 4 ist. Ah, jetzt kommt der schwierigste Teil bei der neuen Base, erstmal die PAL-Box ausrichten. Ja, erstmal Fundament setzen und dann die Parallelbox drauf. Nee, erst ausrichten, damit ich weiß, in welchem Radius ich den Boden setzen muss. Aha. Den Boden kannst du aber auch größer machen. Wie gesagt, ich habe es eingestellt, dass das Zeug nicht außerhalb der Base kaputt geht. Zeit. Da kannst du auch minimal größer machen. Weißt du? Aber weißt du, was das Problem ist? Wenn du außerhalb der Base baust, also wenn du sie größer machst und du Raids hast, dann machen sie dir draußen die Base kaputt und deine Pals reagieren nicht, weil die noch nicht in der Base drin sind. Ja, ich rede da bloß von einem Fundament legen. Die hauen da nie auf dein Fundament drauf, so sinnlos. Naja, wenn du so Ich wie meine, ich du eine kannst dein Core One machst, Fundament, schon. du kannst dein Fundament ruhig ein, zwei Blöcke weitermachen, ohne jetzt genau auf den perfekten Radius zu achten. So meinte ich das. Ich habe immer noch keine Location für die zweite Base gefunden. Irgendwas Schönes, so ein bisschen weiter oben. Vielleicht nicht kompletter Raid-Schutz. Weil es gibt ja auch, glaube ich, fliegende Raids dann später. Aber, weiß ich nicht, so ein bisschen, dass es halt vielleicht hilft, dass sie nicht ganz so gut rankommen. Man Baupläne eigentlich auch verkaufen? Ja. Ja? Bringen die was? Hier? Nein, Ich na. glaube 500. Ich glaube, Baupläne bringen 500. Wie sollte ich die mal verkaufen? Weil du findest da teilweise so bekloppte Baupläne. Ja, die lohnen sich eigentlich eh erst, wenn du episch oder besser hast, also. Und vor allem, weil die so richtig blöd finde, ich weiß nicht, ob das mittlerweile geändert wurde, aber früher war es ja so, du musstest dann den Bauplan im Inventar dabei haben, wenn du das craften gehen willst. Ich würde es lieber einfach in der Truhe haben oder vielleicht sogar einfach lernen. Na? Und dann, weiß ich nicht, muss ich den halt nicht immer dabei haben. Geht Da das du mittlerweile, dass man jetzt das. die Sachen nicht im Inventar haben musst, sondern es reicht, wenn du die in einer Box hast, um zu craften, denke ich, das reicht auch aus, wenn der Bauplan in der Box ist. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Das war früher nicht so. Früher musstest du den Bauplan dabei haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Früher musst du es für alles im Inventar haben.
Wenn, du eine Palbox herstellen wolltest, dann, musstest du auch die 8 Holz im Inventar haben. Naja, weil du da noch keine Kiste. Weil du da noch keine Base hast. Aber wenn du eine Base hast und da Kisten drin hast, dann kannst du alles aus den Kisten rauscraften. War das vorher schon so? Ich bin der Meinung nicht. Doch. Ja, oder? Ich glaube, aus den Kisten rauscraften war schon da. Ich weiß es nicht. Geht euch doch mal meine alten Videos angucken. Bisschen Eigenwerbung reinstreuen, weißt du? Wie, ihr habt meine erste Season nicht gesehen? Ja, die müsst ihr nochmal nachholen. Zu viele Perleier, das ist schlimm. Ich weiß gar nicht, wie ich die alle ausbrüten soll. Mit einer Brutmaschine. Ja, aber... Hä, Maschine? Gibt's sowas? Später. Was Neues? Gibt eine elektrische, glaube ich. Echt? Was haben wir denn hier gefunden? Eine Mine? Verlassene Minen. Bestimmt ein Boss drin oder... Ach, war hier nicht dieser Perlhändler drin? Dieser dubiose, düstere. Ist das geil. Zwielichtiger Händler, sag ich doch. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Och, ich habe in Technologiebuch mal, also unter Technologien ganz unten geguckt, was es so Neues gibt. Ach so. Weiß ich nicht, soll ich dir da sagen? Nee, da will ich noch nicht gespoilert werden. Bin ich ja nicht mehr raus, ey. Hier ist eigentlich ganz cool. Hier wollte ich auch mal im letzten Playthrough, sag ich mal, wollte ich hier mal eine Base bauen. Ging aber nicht, weil die Mine halt irgend so ein wichtiges Objekt ist und du kannst in der Nähe davon nichts bauen. Bin schade. Nein, den Joltok wollte ich, ihr Schweinehunde. Radius hier unten sieht schon mal gut aus. Das Problem hier unten am Wasser ist der Radiuspunkt, der über den Berg hochgeht. Das ist scheiße. Pilze. Affen droppen Pilze, wenn man sie tötet? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne? Gibt ja nachher Verteidigungswaffen. Kann ich oben einfach eine Verteidigungswaffe hinstellen? Verteidigungswaffen? Ja, die gab's doch vorher schon. Echt? Also wenn ja, dann hat mich das nicht großartig interessiert, weil wir eh keine Raids hatten. Genau, deswegen. Das war ja alles kaputt. Ging alles nicht. Erst zum Schluss ging's dann, da hat man dann auch keinen Bock mehr drauf. Waren die denn? Was war das denn? Unbekannter Gegenstand sind ja grundsätzlich nur Datteln oder so. Hallöchen. Ah, hier zum Beispiel stationäre Armbrust. Setze ein Pal der Handwerk beherrscht an die Armbrust, um den Lager zu verteidigen. Also das gab es vorher schon. Ja, ich glaube, das gab es wirklich schon, ja. Wie gesagt, hab bloß nie benutzt. Ich auch nicht. Aber dieses ich glaube, Mal werden wir wenn vielleicht wir Raids brauchen. Spielen, dann werden wir es irgendwann brauchen. Ja, ich denke, wir werden die Raids anlassen. Mal gucken. Klar, wenn es ein bisschen Überhand annimmt, dann kann man es ja wieder ausmachen, aber ich würde es erstmal anlassen.
So, jetzt erstmal den höchsten Punkt in der Base finden. Das wird hier sein. Wollen die nicht. Oh, ich hab den umgebracht. Den wollte ich fangen. Blöde Viecher. Sollte ich vielleicht diesmal mein Haus und das Richtung Wasser stellen, wo ich nicht angegriffen werden kann, wa? Damit das Haus ein bisschen besser geschützt ist. Na, wenn du schützen willst, dann ja. Wenn du von da aus direkt verteidigen willst, dann nicht. Ah, moin. Überfall. Ich habe einfach noch nichts stehen außer meine Pallbox. Hier los. Blöd zum Treffen, ey. Ach nein, ich wollte dich noch fangen. Ach, halt jetzt vorbei. Ich kann auch die Musik, aber ich sehe nichts. Das gibt's doch nicht. Bleib doch mal drinnen. Also, geht doch. Schon wieder Nacht. Ich hab komplett vergessen, tagsüber was zu bauen. Zeit vergeht hier immer so schnell. Ich freue mich auch, dass jetzt gerade Nacht ist, während ich hier meine Steinplatten aufstellen will. Hihihi. Müssen wir schlafen legen, damit die Nacht vorbeigeht, ne? Ach, alles cool. Nee, das geht doch hier gar nicht, oder? Klar. Geht? Wenn sich jeder hinlegt. Nee, Quatsch. Natürlich. Ernsthaft? Das ist doch kein Weilheim. Ja. Willst du mir sagen, natürlich, das geht wirklich? Ich kann mich aber nicht schlafen legen, weil ich kein Dach drüber habe. Okay, ich habe mich in diesem Spiel, glaube ich, noch nie schlafen gelegt. Brauchst keinen Schlaf. Jetzt ist der Raid erst vorbei. Achso, hatte ich jetzt eigentlich gesagt, was der Trank gibt? Also so ein Trank für das Gewicht erhöhen, 50. 50 Gewicht? Oh, gut. Jo, ist absolut. Oh, jetzt habe ich gerade einen Arsox freigeschaltet. Oder
befreit. So rum. Sieht schon aus. Ja, habe ich auch eins. Ich finde, das ist schon ein sehr gutes Base, Paul. Dann mal gucken, ob ich da vielleicht meinen Feuerfuchs rausnehme. Würde ich auf jeden Fall machen. Azox hat Feuerstufe 2. Fenking kann nicht Holz fällen, oder? Nee, ich glaube nur Stein. Stein Stufe 2. Bewässern Stufe 2. Transport, glaube ich, sogar auch Stufe 2. Na gut, dann soll das Holz, Stein abbauen, wenn ich die Bäume wegmache. Wenn ich die Bäume finde. Echt schlimm, bei Nacht alles leuchtet grün, du weißt gar nicht, wo du zuerst hingehen sollst. Aber du brauchst die Dinger ja auch, also kommst nicht drum herum. Ja, das stimmt. Kann man das Ding jetzt vielleicht auch machen? Über Stufe 10 schon machen? Oder ist Stufe 10 immer noch das Maximum? Weiß ich nicht. Finden wir heraus. Man hatte ja schon damals genug Statuetten, um Stufe 10 zu erreichen. Locker. Und dann was über. Und wenn jetzt noch eine extra Insel dazu kommt, dann hat man ja theoretisch bestimmt genug für Stufe 11 oder 12. Warst du eigentlich heute Morgen noch einmal drinne in dem Server? Nein. Okay. Bin 10:30 aufgestanden, erstmal einkaufen, frühstücken, duschen gehen. Also ich habe nichts ausgemacht. Denke mal, es lief die ganze Zeit. Müsste auch seine Reboots gemacht haben. Also das der lief auf jeden Fall, sonst hätte ich ja nicht 4000 Stein gehabt. Ja. Ein Packer schaffe ich, glaube ich, noch nicht, oder? Level 25, ne? Level 18. Nee. Viel zu viele Eier überall. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ach, gar keinen Platz im Inventar. Dann bleibt's liegen. Find hier mal eine schöne Stelle für eine, ja, theoretisch ist die zweite Base, aber es wird die Main Base. Irgend so eine schöne, große, ich weiß nicht, so leichte Erhöhung. Es muss kein gigantischer Berg sein. Find hier nichts Gescheites, was mich so richtig anspricht. Die Fläche vielleicht noch mal angucken. Kann man die markieren? Nee. Scheint recht groß zu sein. Und dann kommt der beste Part. Die haben ein Muster? Wer hat ein Muster? Die Steinplatten haben Muster? Ah! Yeah.
Das war auch so gemein von dir, weißt du? Ah, das Ich sieht man ja gar nicht. habe die ganze Base, also ich habe die ganze, wie sagt man hier, das ganze Fundament fertig gehabt. Oder fast fertig, war so bei den letzten paar Steinen. Ich so, ja, endlich ist der Scheiß durch. Und dann sagt er so, ist das eigentlich absichtlich, dass die Muster in verschiedene Richtungen zeigen? Ich so, was? Die haben ein Muster? Oh Gott, ich muss weg. Die killen mich, die killen mich. Die killen mich. Killen mich und ich komme nicht weg. Schon wieder ein Shiny. Fuck! Ah. Naja, gut. Es waren auf einmal vier von den Dingern. Ich wollte eins fangen, weißt du? Vier Dinossums greifen auf einmal an. Willst du ein Shiny Kativa haben? Ne. Ist direkt bei deinem am besten. Ne, willst du nicht? Oh, ich höre es gerade. Wo ist es denn? Südlich von dir. Oben auf der Erhöhung. Oben auf der Erhöhung? Das ist dann nördlich, oder? Ne, das ist natürlich südlich. Ich sehe es sogar, das Glänzen jetzt, oder? Bist du das, der da fliegt? Ja, ich habe mich versucht bemerkbar zu machen. Kann dir auch, oh gut, du hast selber welche. Ich wollte gerade sagen, ich kann dir auch ein paar Palsfähren abwerfen. Tatsache. Ein Shiny. Ich werde es wahrscheinlich one-shotten, so wie ich mich kenne. Ist das. Ja gut, dann holt du es dir halt. Nee, Du bist doch hochgeflogen. Ich schwäch das nur für dich. Ja, das sagen sie alle. Ja. Und dann wird sie Alter! schwanger. Das Was war sagen sie das denn für eine alle. Attacke? Hyperstrahl. Das war ganz klar Hyperstrahl. Ich hab PvP ausgemacht. Soll ich mal wieder anmachen, ne? Standardmäßig ist es aus, glaube ich. Na, ja, ist aus. Ja, wo war denn jetzt meine Leiche da hinten? Alter Bogenbauplan dreimal, ja danke. Einer hätte es ja nicht getan. Weil wir sind direkt vor der Menschenstadt hier gestorben. Nee, gegenseitig kann man sich nicht abschießen, weil das. Also man kann das einstellen, ja. Das ist zurzeit ausgestellt. PvP. Und Friendly Fire, beides gibt es komischerweise. Weil du kannst ja natürlich auch in der Gilde sein oder kannst auch komplett Fremder sein. Aber beides ist deaktiviert, soweit ich weiß. Oh, nice. Scheiß auf Azogs mit Stufe 2 Feuer. Ich habe das stehende Hundemohren. Das hat zwar nur Stufe 1 Feuer, aber Stufe 2 Handwerk. Wenn ich PvP anmache, dann kommt er wahrscheinlich die ganze Zeit in meine Base gerannt und bringt meine Viecher um. Ich kenne den doch. Kann ich auch so. Ey. Muss nur das Marmorrest angreifen. Guck mal, so einen Bauplan gibt es sogar 1000. Muss mal bitte was verkaufen gehen.
Es gibt auf jeden Fall neue Items. Ich weiß aber nicht, noch nicht, wie man sie nutzt nachher. So von dem, von der Echse, Lease-Punkt kam. Pieks sich und kann zur Herstellung von Kleidung verwendet werden. Weiß ich, ob man dafür nachher spezielle Baupläne finden muss. Weißt du, jetzt finde ich einen epischen Bauplan. Mhm. Aber für einen alten Bogen, also komplett useless. Ja, so ist das, ne? Hm. Ich weiß echt nicht. Ein Button, einfach alles abzuwerfen, was nicht. Also kann. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Irgendwie Items favoritisieren und dann alles, was nicht favorite ist, abwerfen. Und dann sollen die das einsammeln, einsortieren gehen. Warum sollte ich für die einsortieren? Das können die doch machen. Weißt du? Ja, sobald es die größeren Kisten gibt, also die richtig schön großen, da ist es dann nicht mehr so viel hin und her. Sortiert das mal. Ich gehe mal ein bisschen was basteln. Brauche ich denn überhaupt das nächste? Brauche eine neue Location für eine Base. Das brauche ich. Hm. Was ist denn mit dem Platz über Elfidron, Boss? Für Boss? Elfidron, der fliegende Drache. Nördlicher. Elfidron, da war ich noch gar nicht. Ah, hast du noch nicht. Okay. Müsste ich mal hingehen, ja. So, direkt über dem ist ein großer Platz. Ich wollte mir eigentlich den hier angucken gehen, bin ja dann aber auf dem Weg dahin gestorben. Ah, okay. Ich gucke mir erstmal den jetzt in der nächsten Nacht an. Den Tag verbringe ich jetzt in der Base, schätze ich mal. Ich glaube, der Platz ist auch gar nicht so schlecht. Den Platz angucken, dann den da und was auch immer da oben sein soll. Und dann muss endlich mal die neue Base her. Und da mache ich dann auch richtig schön Steinfundament mit Muster in verschiedenen Richtungen. Weißt du, ab und zu mal vielleicht sogar ein Holzfundament dazwischen, um alle das so richtig zu verwirren. Wichtig ist, dass du die Holzfundamente nach unten machst. Hast du mehr Spaß bei Raids? Hast du dich? Für die Waffenwerfung habe ich noch gar nicht. Okay. Ich muss doch mal meine Waffen upgraden. Ich laufe immer noch um Mist teilweise rum. Stimmt. Schon wieder ein Shiny. Ey, was machst denn du da die ganze Zeit? Ja, der findet nur ein Shiny nach dem anderen. Oh, ein Foxparks Shiny. So. Siehst du, jetzt fällt mir wieder ein, was ich brauche. Ich muss noch irgendein Boss klatschen gehen, damit ich den Erzbruch machen kann. Mhm. Siehst du, den Erzbruch habe ich noch gar nicht. Das ist ganz wichtig. 34% Catchrate und das blockt die Palsphären ab. Habe ich irgendein Teammitglied, was transportieren kann? Wie navigiert man hier durch, ohne es wieder auszumachen?
Transport 1. Ich bräuchte etwas, was nur Transport hat. Fällt dir gerade ein Pell ein? Am Anfang, was nur Transport hat? Gibt's sowas überhaupt? Ja, ich habe welche. Aber gut, die können wahrscheinlich auch noch was anderes, aber ist nicht so schön. Warte mal, ich kann dir eins geben, wenn du willst. Nee, lass mir mal eins nennen. Also ich nutze gerade für Transport Killamari. Was für ein Ding? Achso, die Kalamaris. Ja, nee, die habe ich nicht. War nicht im Dungeon. Nee, bei mir geht es nämlich gerade darum. Spark hätte nicht gerade das Richtige für dich. Gut, das kann auch herstellen, aber ansonsten halt Elektro kannst du momentan noch nicht. Ja, das wäre toll, genau. Habe ich davon mehrere? Kalamari hat halt Transportstufe 2, also. Mir geht es bloß darum, dass ich jetzt eins ins Team mitnehmen möchte. Achso. Dass wenn ich in der Base rumstehe, dass ich es rauslasse und dass es hier mal das Zeug sortiert, was ich abgeworfen habe. Das ist quasi mein Müllentsorger. Ah, okay. Darum ja, ich habe zwei Kalamari direkt in der Base stehen, die nichts anderes als Transport machen. Wenn du willst, kann ich dir eins geben, weil ich habe noch vier in der Base. Nein, ist alles gut. Ich fange mir alles selber. Irgendwann gehe ich auch in den Dungeon oder finde so ein Ding irgendwo in den Wasserbereichen. Ich glaube, ich habe sogar schon mal eins irgendwo weit weg rumlaufen sehen. Aber musste dann gerade vor was anderem wegrennen. Ich helfe mal jetzt Holz und sowas einzusammeln. Damit die sich mal endlich auf das Zeug konzentrieren, bevor es verschwindet. Toll. Also wann kann der eigentlich durchs Drüberlaufen mehr einsammeln, als er tragen kann? Der sollte doch dann eigentlich immer aufhören, oder war das eine Einstellung, die man machen muss? Meinst du selber, oder was? No. Ich bin einfach nur über so einen Haufen drüber gelaufen, bis er dann irgendwann überlastet war. Ich dachte eigentlich, der hört dann auf zu sammeln. Ja, das war schon immer so. War schon immer so? Das war Valheim. Das war Valheim, wo er dann aufhört. Es sei denn, man hebt manuell auf. Das Auto aufheben, durchs Drüberlaufen, ging immer nicht über die Tragelast drüber. Der Kleine soll das hier sortieren. Er macht es einfach nicht. Jetzt macht das. Aber das fehlt halt wirklich noch, ne? Dass man den Pels richtig Arbeit zuteilt. Dass man einem sagt, du... Du hast jetzt Transportstufe 4 und Feuerstufe 1. Du machst nur Transport. Ja? Feuer interessiert dich nicht. Mach nur Transport. Also ich bin definitiv... Ich bin mir 100% sicher, dass ich ein Video gesehen habe, wo man an einer... Ich glaube, der stand an der Palbox. Da, woran der jetzt genau stand, weiß ich nicht. Aber der hatte ein komplettes Optionsfenster mit Reglern, was die einzelnen Pals für Aufgaben erledigen dürfen. Vielleicht war es ein Mod, oder es ist noch eine extra Statue oder sowas, die noch kommt später. Würde vor allem dann interessant, wenn unsere Bases dann anfangen richtig groß zu werden, ne? Ich habe nämlich das Limit von 15 auf 20 erhöht. Also wir haben dann 20 Pals in der Base. Vor allem bin ich gespannt, ob Lilly Speer immer noch so stark ist wie vorher. Sind denn jetzt schon noch was?
Hey, da kommt erst Level 40. Ah, das ist ja krass, wenn der immer noch so stark ist. Du brauchst einfach weder Axt noch Hacke. Stimmt, du kannst damit der dann quasi auch Stein, Erz und so ein Zeug machen gehen, ne? Ja. Das war Du kannst schon cool, einfach mit ja. der alles abkloppen. Also ich bin jetzt einmal durch das Technologiebuch da durch. Und ich habe jetzt nicht irgendwas gesehen, wo man das nachher einstellen könnte. War das vielleicht ein Mod? Also, wenn du Zeit und Lust hast, das nochmal nachzugucken, wo du das gefunden hast, könnte ich auch schauen, ob ich das dann auf den Server einbauen kann. Theoretisch müssten ja Mods kein Problem sein. Jetzt einfach nicht sortiert hat, ey. Alles abgeworfen in der Hoffnung, dass sie es machen würden. Es wird einfach nicht ordentlich gemacht. Ja, jetzt fällt mir ein, der Sweet. Ich habe den doch gestern Abend noch gefangen. Wollte ich vielleicht ins Team nehmen, oder? Immer schön die Bosse ins Team nehmen. Warum nicht? Bin da schließlich ein bisschen stärker. Schön von Heiltränken verwendet werden. Ah, zu spät. Jetzt wurde aufgefressen. Es liegt halt echt zu viel random Zeug rum. Aber in der nächsten Base, wenn dann Fundament liegt, dann wird kein random Zeug mehr abgebaut. Dann liegt nichts mehr rum. Und Ja. sollte der Transporter noch besser funktionieren, hoffe ich mal. Ich würde auch grundsätzlich mindestens zwei Piles in eine Base stellen, die nichts außer Transport machen. Aber gibt's die überhaupt Pals, die nur Transport haben, nichts anderes? Ja gut, so wie Kilimari jetzt. Ich glaube, was können die? Bestimmt bewässern. Dann wird er ab und zu mal bewässern, aber das geht ja eigentlich, wenn man nicht zu viele Ja, Felder hat. eben. Ich glaube, sammeln können sie, aber es ist ja ganz egal dann. Ja, wenn du alles zubaust, gibt es nichts mehr zum Sammeln. Na? Ja, guck mal hier, der Nee, produziert die ganze Zeit. Es wird nicht geholt. Blöd. ich meine das andere Sammeln, das aus den Beeren raus. Ja, wenn du alles zubaust, wachsen keine Beeren. Das meine ich schon damit. Nee, ich meine, Hä? wir haben das grüne Ding, das Blatt, das sammeln. Ja! Davon rede ich doch. Wenn du alles mit Fundament zumachst, wächst nichts, was gesammelt werden kann. Ja, aber dann musst du ja deinen Bärengarten zubauen. Na gut, außer dem Bärengarten. Gott, ich meine, da kommt ja aber auch nicht so viel raus. Da kommt Ich jetzt nicht meine so ja, viel raus. das Sammeln, das ist das. Sind ja zwei verschiedene Arten von Sammeln. Das eine ist aufsammeln und transportieren und das andere ist nur Ernten. Beeren Ernten. ernten. Ernten.
Der Bärengarten geht ja noch. Ich meine aber halt zu betonieren, damit hier keine Steine mehr nachwachsen, keine Bäume nachwachsen, keine normalen Bären nachwachsen. Bärenbüsche, weißt du? Ja. So meine ich das. Gut, wenn ich in die Richtung das Haus mache, dann sollte ich die Pfahlbox so hinstellen, dass die Viecher in die andere Richtung spawnen. Transportiert von da hinten. Alter, weißt du? Der Hirsch hat hier hinten was weggehackt und die transportieren das. Und dann wundere ich mich, warum die in der Base keine Zeit mehr haben, mein Zeug einzusortieren, weißt du? Genau deshalb meine ich zu betonieren. Du brauchst ja dann auch keine Erzklumpen mehr oder sowas. Du hast ja dann einen Erzbruch. Ja. Dass wir dann wirklich nicht mehr hin und her wuseln die ganze Zeit. Ich glaube, ich bin fertig mit dem Boden. Hast du den auch richtig ausgerichtet in alle Richtungen? Also nicht in eine einzelne, sondern in alle verschiedenen Richtungen. Komm, das nochmal kontrollieren, ne? Ja, das kannst du machen. Was wollte ich denn jetzt machen? Wird dunkel. Ich wollte mir jetzt mal den Platz angucken, ne? Den da. Und beim Elfi, okay. Jetzt kommt wieder das Schwierige.